So, bevor ich aber diese einzelne Mars-Position diskutiere, möchte ich auch erwähnen, in was für einem sensiblen Bereich sich der Mars befindet, gemäß der vedischen Astrologie, nämlich in Bharani. Und Bharani, ihr wisst, also in der vedischen Astrologie teilen wir jedes der 12 Sternzeichen in 2,5 Bereiche auf. Und der Bereich Bharani, er beschreibt diesen Bereich von Widder, wo es darum geht, du hast etwas empfangen und jetzt gibst du das, was du empfangen hast. Also die Frau, sie empfängt den Samen des Mannes zum Beispiel und dann gebiert sie etwas. Deswegen steht Bharani auch symbolisch für Yoni, also das Geschlechtsteil der Frau. Yoni wird es genannt. Und es geht darum, hier etwas hervorzubringen. Etwas hervorzubringen, etwas ausgebrütet zu haben oder etwas auszubrüten und das eben jetzt rauszulassen. Es hat auch sehr viel mit Erfindungsgeist zu tun, vor allen Dingen, weil halt Uranus mit im Spiel ist. Das heißt, genau da, wo dieser Rahu-Mars-Transit in deinem Horoskop stattfindet, wirst du dich ultimately neu erfinden und in einer neuen, frischen, innovativen Art und Weise handeln. Und bevor ich loslege mit den verschiedenen Häuserpositionen, möchte ich noch eine andere Analogie hier einbringen. Und zwar, ihr kennt es vielleicht, wenn euer Handy aufgeladen wird. Die ganze Zeit, wo das Kalpasarpa-Yoga aktiv war, wart ihr überwältigt von den Geschehnissen. Ihr habt euch informiert, ihr habt euer Weltbild geordnet, ihr habt euch sortiert. Und das möchte ich hier mit einem Aufladen beschreiben. Also es ist praktisch immer mehr hochgefahren hier, wie ihr das seht in dieser Darstellung. Ihr habt mehr und mehr aufgeladen, bis es dann jetzt überschwappt und jetzt voll ist. Und jetzt, wo es voll ist, da fangt ihr an, volle Kanne loszulegen. Natürlich, wie gesagt, es wird auch nochmal zu einem Hinfallen kommen oder zu einer kleinen Verirrung. Eventuell, es kommt auf dein Gesamthoroskop an. Aber du weißt einfach, das ist mein Ding. Du bist jetzt sicherer, du wirst souveräner. Und darum geht es mir, das eben nochmal allgemein darzustellen, bevor ich hier in die verschiedenen Aszendenten und die verschiedenen Hauspositionen reingehe. In der ähnlichen Art und Weise, wie wir etwas aufgeladen haben oder hochgeladen haben, ist es so, dass wir mit dem Rahu-Mars-Ding, also mit dem Zusammenkommen von Mars, Rahu und Uranus, in eine Situation reinkommen, wo wir Optimum souverän entscheiden können, uns besser fühlen, uns danach fühlen, dass wir rauskommen und uns entscheiden und sagen, ja, damit fühle ich mich jetzt gut. Das ist das, was ich in Angriff nehmen kann jetzt. Ich habe mir mein Bild, meine Meinung gemacht oder ich habe eine Einstellung dazu. So, lass uns hier, wie ihr im rechten Bild seht, anfangen mit den Widdern. Also mit denen, die Aszendent Widder sind, wo der Mars und Rahu sich sozusagen im ersten Haus befindet. Für euch ist es so, dass ihr erstmal eine besondere Energie spürt, dass ihr spürt, okay, das ist eigentlich das, was für mein Interesse auf lange Sicht das Beste ist. Und ich spreche nicht nur von selbstischen, egoistischen Belangen. Natürlich gibt es gewisse Menschen, die diese Konstellation haben, also diese Hausbesetzung, die auch aggressiv allen möglichen Unsinn machen könnten. Aber gehen wir mal von dem Besten aus. Das ist, dass dir klar geworden ist, was du zu tun hast, wie du auch deine Gesundheit zum Beispiel auch in den Griff bekommst,
dass du das machst, was dir körperlich gut tut und was auch deinem Ist-Zustand und deinem Charakter entspricht, also deinem authentischen Ding. Der Aszendent, er zeigt immer deine Art und Weise, wie du etwas umsetzt. Und du weißt, was für dich gut ist und du weißt, was für dich funktioniert. Du hast deine Erfahrung in deinem Leben bereits gemacht und du hast in der letzten Zeit viel zurückgeblickt. In dieser Zeit, in den letzten 2 Jahren und hast dir Gedanken gemacht, wie du gehandelt hast, wo du wie abgebogen bist. Und ja, jetzt weißt du einfach, jetzt tue ich das. Das ist der richtige Weg, das ist die richtige Richtung. So, falls du Rahu Mars im zweiten Feld hast, aktiv, okay, dann natürlich geht es um dein Essen eventuell, das du umstellen möchtest. Dann geht es darum, dass du vielleicht Anlagen umsetzt, also irgendwo anlegst, vielleicht was kaufst, dir etwas anschaffst, wo du lange überlegt hast, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Oder soll ich mich selbstständig machen, soll ich mich nicht selbstständig machen? Im zweiten Haus geht es auch um die Versorgung, um die Sicherheit. So, und dann wirst du einfach in diesem Feld aktiv jetzt für die Zeit, wo Rahu eben 18 Monate in diesem Bereich ist. So und so, aber jetzt, wenn Mars ist, nochmal insbesondere. So, im dritten Feld, da geht es darum, dass du vielleicht eine Kurzreise machst. Da geht es darum, dass du vielleicht irgendetwas lernen möchtest, eine Ausbildung machen möchtest, du fängst die Ausbildung vielleicht an. Du wirst vielleicht einen Kontakt haben über Internet, Telefon, den du permanent anhörst oder mit dem du dich triffst und mit dem du irgendwas aushackst. Du wirst ein Risiko eingehen. Du wirst definitiv ein Risiko eingehen. Überhaupt bist du sehr risikofreundlich in deinem Leben und jetzt lebst du das mal so richtig geil aus. Richtig intensiv aus. Also dieses Experimentieren, dieses Ausversuchen, dieses sich durchsetzen, dieses auch Dinge in Angriff nehmen, kommt jetzt einfach ganz stark raus bei dir. Kommen wir zu dem nächsten. Nehmen wir an, Mars Rahu ist in deinem vierten Haus. Dann wirst du einen Konflikt auf den Tisch legen in deinem privaten Bereich. Und da ist im Moment so einiges, was du am Umkrempeln bist. Und natürlich, Mars wird Konsequenz bedeuten. Konsequenz in deinem familiären Bereich, in deinem Privatleben. Und es mag sein, dass eben Tapetenwechsel da ist, dass irgendwie dein ganzer Wohnbereich sich irgendwie verändert hat, überhaupt in der letzten Zeit. Aber jetzt machst du nochmal einen ganz entscheidenden Schritt in diesem Bereich. Und es geht natürlich auch um Nourishment, weil das vierte Haus ist da, wo du alles fallen lässt, wo du dich ausruhen kannst, wo du selbst bist. Und das wirst du sehr, sehr stark sein, du selbst. Fünftes Haus. Ja, vielleicht machst du was mit deinen Kindern zusammen. Vielleicht bist du überhaupt auch ein sportlicher Typ und hast dir vorgenommen, ich möchte wieder wie früher einen Dauerlauf machen jeden Morgen oder ich möchte wieder wie früher ins Fitnessstudio gehen oder was weiß ich. Dann machst du das jetzt, dann wirst du das umsetzen. Oder ich möchte wieder was mehr mit meinen Kindern unternehmen. Ja, ich hatte es ihnen schon früher versprochen. Jetzt werde ich mich mit meinen Kindern zusammentun und wir werden zusammen Sport treiben oder wir werden zusammen künstlerisch auch aktiv sein. Kann auch sein, dass du irgendwas Künstlerisches umsetzt, was Kreatives umsetzt. Dass du auch mit einem Gesetz in Konflikt warst oder bist und dass du einen Kampf machst für dein Interesse, also damit du wirklich richtig wieder dastehst, dass du im richtigen Licht dastehst, darum mag es auch gehen. So, sechstes Haus, falls der Transit da stattfindet, natürlich,
Dein Alltag wird neu geordnet, deine Struktur wird neu geordnet. Du bist normalerweise ein Typ, wo jeder weiß, dass du bist konkurrenzfähig. Du greifst auch an, du bringst deine Punkte ein. Du bist ein Doer, you are a maker. Ja, and now you will make it. Also du wirst etwas machen, du wirst etwas in Angriff nehmen. Du wirst etwas durchsetzen, was dir wichtig ist, und du wirst auch was eventuell für deine Gesundheit tun und du wirst auch was für andere tun. Du wirst auch anderen dienen in dieser Zeit und einen Dienst erweisen und ihnen helfen. Ganz aktiv helfen, anderen ganz aktiv helfen. So, nehmen wir an, Rahu Mars ist im Transit in deinem siebten Feld. Dann, wir kennen dich, du bist ein Typ, der auch in der Beziehung, ja, eine konstruktive Konfliktbeziehung lebt. Oft, hoffentlich, ist der Konflikt konstruktiv und nicht destruktiv. Wie auch immer, diese Zeit bringt auch Farbe in deine Beziehung, in deinen Austausch. Also jetzt nicht nur Partnerschaften, sondern auch Geschäftsbeziehungen, alle Arten von Beziehungen. Und mach dich darauf gefasst, dass du viele Sachen verstehst, beziehungsweise auch verstanden hast, in deinem Austausch mit anderen einiges verstanden hast und das jetzt praktisch dann auch umsetzt. So, der nächste Bereich ist der achte Bereich, beziehungsweise wenn der Mars im Transit in dein achtes Feld fällt, wenn das Zeichen wieder in dein achtes Feld fällt, dann geht es auch darum, etwas loszulassen, eine Umwandlung zu machen, eine Transformation, energetisch etwas zu verändern, Yoga zu machen, zu meditieren oder auch einen sportlichen Bereich. Es kann aber auch sein, dass du überhaupt irgendetwas Dynamisches machst in deinem Leben. Dass du ein Typ bist, der andere Leute führen kann, der andere Leute, ja, die Direktion gibt und auch fast schon subtil lenkt. Und das machst du in dieser Zeit. Also du führst jemanden, du ziehst aus dem Hintergrund die Leine und setzt etwas um. Jetzt kommen wir zu den Menschen, die ihr Widder in ihrem neunten Haus haben. Bei denen ist es so, dass sie vielleicht auf eine Reise gehen, überhaupt viel unterwegs sind, vielleicht eine Position gerade einnehmen in ihrem Leben, also eine Boss-Funktion haben, auch eine Leader-Funktion haben, ein Lehrer sind. Ihr seid so und so Menschen, die so auftreten, dass sie halt auch Macher sind. Und es kann sein, dass ihr den Weg freiräumt und auch für eine ideelle, moralische Angelegenheit kämpft, sagt, hey, es geht nicht mehr so weiter. Das ist nicht gut. Das ist moralisch nicht gut. Das müsste so und so sein. Das darf nicht weiter so und so sein. Also was Politisches oder Ideelles oder Spirituelles oder Philosophisches. Irgendetwas, wo die Welt nicht stimmt. Das richtet ihr jetzt her. Gemeinsam vielleicht auch mit anderen. So, nehmen wir mal an, Widder fällt in dein zehntes Haus. Sicher bist du dann auch eine Person, die, wenn sie in einen Raum kommt, was zu sagen hat und auch was macht. Und es passiert vielleicht jetzt auch, dass du versetzt wirst, dass du lange darauf hingearbeitet hast, versetzt zu werden. Und jetzt wirst du in diese Position reingebracht und fängst in dieser neuen Position an zu handeln und Dinge zu regieren und zu verändern und zu machen und zu tun. Und deine Karriere ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, auf der Karriereleiter. Insgesamt bist du auf einem fetten Weg auf deiner Karriereleiter. Du kommst gerade echt gut weiter. So, jetzt noch diejenigen, wo Mars und Rahu im 11. Feld ist. Da ist es so, dass ihr Einnahmen habt, eventuell, oder Einnahmen generiert, vielleicht auch über diese Krypto-Sachen oder Internetgeschichten oder virtuellen
Bereiche, wo ihr vielleicht in irgendwelchen sozialen Netzwerken aktiv seid und wo ihr eure Dinge eben an den Mann bringt oder eure Sache an den Mann bringt, auch eure ideelle Sache an den Mann oder an die Frau bringt. Und da werdet ihr aktiv. Euer Freundeskreis nimmt im Moment so und so zu und ihr findet auch Leute, die sich eurer Sache anschließen im Moment. Und ja, da schließt ihr euch kurz, da schließt ihr euch an, da seid ihr in der Gruppe aktiv und hoffentlich mit Leuten, die eben zu euch passen, weil sonst gibt es Krach im Karton. So, jetzt komme ich noch zu dem letzten Zeichen, Mars-Rahu-Transit in dem 12. Haus. Also wenn wieder in euer 12. Haus fällt, dann ist es so, dass ihr ganz schön durchtransformiert werdet und dass ihr seht, dass eigentlich muss ich mich auch spirituell weiterentwickeln, weil die Spiritualität ist eigentlich die Hauptwurzel, wo ich Kraft herbekomme. Wenn ich nur die Blätter begieße, wenn ich nicht die Wurzeln begieße, dann komme ich nicht weiter. Ich sollte ein spirituelles Fundament haben für meinen weiteren Weg, weil da kommt die Kraft her. Also mein Weiterkommen ist sehr stark von dem inneren Leben abhängig, meine Träume zu verwirklichen. Also träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Lebe von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Das wirst du in dieser Zeit auf jeden Fall umsetzen. So, zum Abschluss möchte ich dir danken, dass du diesen Video bis hierhin dir angeschaut hast. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn. Mach deinen Kommentar gerne unter dem Video. Besuche meine Webpage. Schau dir auch mein Buch Die Optimum-Beziehung an und meine anderen Videos. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Dein Art-Astrologe Leonardo. Ciao.